Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Etwas ganz, ganz anderes. Etwas, was ihr, glaube ich, so bei mir, ich weiß es, ihr habt es so noch nie bei mir gesehen und ich weiß auch, dass es nicht so viele sehen werden. Aber es ist etwas, was viele von euch sich gewünscht haben und mir macht das sehr, sehr viel Freude, darüber zu reden. Ich glaube, das wissen viele nicht. Ich bin ein absoluter Parfum-Junkie. Ich liebe Düfte, ich liebe es, neue Düfte auszuprobieren. Ich liebe Flakons, ich liebe alles, was damit zu tun hat. Ich habe immer ganz besondere Duftbeschreibungen, die vielleicht nicht ganz eins zu eins den Duftnoten entsprechen, aber vielleicht könnt ihr trotzdem was damit anfangen. Ich hoffe, ihr habt darauf Lust. Ich freue mich sehr darauf. Ich weiß noch nicht, ob ich das Video in zwei Teile aufteile. Ich habe jetzt erstmal hier einen kleinen Teil. Wir haben mehrere Kisten, aber es ist einfach zu viel, um es jetzt alles hier vor mir stehen zu haben. Es müssten um die 45, 50 verschiedene Düfte sein. Also macht es euch gemütlich. Let's go. Wir müssen über zwei Dinge sprechen. Vielleicht sind es auch drei. Die Sachen habe ich teilweise schon recht lang. Es ist nichts, was ich jetzt im letzten halben Jahr gekauft habe, sondern es sind alles Düfte, die ich schon teilweise 5, 6, 7 Jahre besitze. Ich muss auch dazu sagen, das ist natürlich auch so ein bisschen mein Job. Ich kann nicht immer alles mit meinem Job rechtfertigen, aber gerade wenn ich über Duftalternativen, Duftzwillinge spreche, ist es mir wichtig, dass ich euch nicht nur erzähle, dass das eine gute Alternative ist, sondern ich brauche auch so ein paar Vergleichspunkte. Beispielsweise habe ich viele Originaldüfte hier von Duftzwillingen, die ich euch regelmäßig vorstelle. Ich möchte nicht über Duftzwillinge heute reden, außer bei dem einen Duft vielleicht, aber das ist nicht von einer Firma, die Duftzwillinge macht. Es ist auch kein bezahltes Video, also es gibt keine Produktplatzierung von Larisé oder einem anderen Dufthersteller, sondern es sind einfach meine Düfte. Ich wollte es einfach nur nochmal gesagt haben, weil es vielleicht immer so ein bisschen schwierig sein kann, wenn man viel Duftzwillinge zeigt, weil ich einfach weiß, dass viele auch damit fein sind, 20 Euro für einen Duft auszugeben und gar nicht unbedingt 100, 200, 300 Euro für einen Duft ausgeben wollen oder können. Deswegen probiere ich immer so ein Mittelmaß zu finden, weswegen ich aber auch ganz transparent einfach die Düfte euch einmal zeigen möchte. Ich bin nicht die größte Maus, was Duftbeschreibungen angeht. Ich probiere immer, das sehr bildlich zu beschreiben, das, was ich fühle und das so ein bisschen, wie ich die Geschichte um einen Duft drumherum beschreiben würde und viele können damit dann meistens was anfangen. Ich gucke aber immer mal, ob ich euch irgendwie eine Duftpyramide oder so mit einblenden kann. Keine Reihenfolge der Düfte, ihr werdet aber, glaube ich, feststellen, bei welchen Düften mir wirklich der Hintern auf Grundeis geht oder wo ich wirklich sage, wow, das ist mein Duft. Ich gucke mal, ob ich euch alle verlinken kann irgendwie. Mit Sicherheit werden es nicht alle unten in die Infobox schaffen, weil es einfach zu viele sind oder nicht alle online verfügbar sind. Aber wir starten mit Tesori d'Oriente, Profumo Aromatico Perfume. Das ist ein Duft, ich glaube, den gibt es bei Rossmann oder DM recht günstig. Das ist so ein Duft, den ich gerne... Also, ihr müsst wissen, es gibt Düfte, die ich in verschiedenen Situationen benutze. Manchmal nach dem Duschen, manchmal bevor ich das Haus verlasse, manchmal einfach zwischendrin oder einfach mal so willkürlich in den Raum gesprüht. Das ist ein Duft, der riecht nach Sandelholz. Also das ist schon ein sehr, sehr starker Sandelholzduft und VTW. Ich bin nicht so ein großer Fan von VTW. Das ist mir manchmal so ein bisschen zu schwer. Und Kaschmir ist hier auch noch mit drin. Ich finde, Kaschmir als Duftbeschreibung ist immer schwierig, wofür es sich ganz gut eignet ist, um so ein bisschen das Gefühl rüberzubringen. Das riecht so ein bisschen nach einem gemütlichen Abend auf der Couch im Orient. Dabei kann man es, glaube ich, belassen. Das ist jetzt nichts Besonderes. Das ist wirklich so ein Duft, den ich gerne mal auf die Wäsche sprühe, den ich einfach mal so zwischendurch in den Raum sprühe. Je nach Preis bin ich da ein bisschen, na, bei manchen etwas verschwenderischer, bei manchen sehr, sehr sparsam, weil sie einfach so teuer sind. Das ist jetzt kein teurer Duft. Den kriegt ihr, glaube ich, in jeder Drogerie. Ist so ein frischer, orientalischer Duft. Einen kleinen Punkt muss ich noch ansprechen. Ich bitte euch, dass ihr euch nicht angegriffen fühlt von meinen Duftbeschreibungen. Ne? Ich bin da manchmal ein bisschen plump und manchmal auch nicht so ganz bedacht und sage eher so das, was ich fühle. Es gibt drei Möglichkeiten, wie ich riechen möchte. Manchmal sind es vier, aber ne, so ungefähr drei grobe Richtungen. Es gibt einmal die Richtung frisch. Da zähle ich alle sportlichen, alles frische, alles so gewaschene Wäschedüfte mit rein. Dann gibt es den Duft Weihnachtsmarkt. Da möchte ich riechen wie ein Plätzchen, dass du mich vernaschen möchtest. Und, also, ne, nicht so, aber so.
Und es gibt den Duft, da möchte ich riechen wie ein Prinz aus der Wüste, wie eine sehr, 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 sehr reiche Dame von der Maximilianstraße. Die Beschreibung habt ihr ja schon oft gehört, weil das im Moment so meine Richtung ist, zu der ich hintendiere. Ich würde den zwischen Maximilianstraße und Weihnachtsmarkt setzen. Ein Duft, den ich wirklich, wirklich sehr, sehr gerne mag, und da kommen wir auch schon zum ersten Thema, das sind Celebrity-Düfte. Es gibt sehr wenig Celebrity-Düfte, also Promi-Düfte, die ich gerne mag. Also ich erinnere mich nur an die Britney Spears, die Christina Aguilera-Düfte. Das war nie so, dass ich gesagt habe, boah, das würde ich gerne tragen, weil sie mir meistens ein bisschen zu süß sind. Das geht auch sehr in die Richtung von Influencer-Parfums. Ne? Die sind meistens immer zuckersüß und sehr viel Blume und so Mädchen-Parfums. Ich möchte nicht riechen wie ein junges Mädchen, sondern ich möchte riechen wie die vom Maximilianplatz. Dieser Duft hier, Billie Eilish Nummer 1 müsste das gewesen sein. Einer der schönsten Düfte, die ich habe, Tatsache. Erstmal der Flakon, unglaublich schön, diese halbe Büste. Der Duft ist Vanille. Der ist weich, so eine ganz, ganz zarte Zitrusnote kriegt man damit hin. Aber das ist Weihnachtsmarkt. Dieser Duft ist einer der schönsten Düfte, die ich in der Kollektion habe und dabei nicht der teuerste. Also der Duft ist so eine Kombination aus Vanille, Amber, eine ganz leichte zitrische Note. Die Zitrone ist nur einmal kurz dran vorbeigerannt, aber die merkst du kaum. Ich glaube, das ist das Amber und dieses Sandelholz, dieses etwas würzigere, was so einmal kurz in die Nase piekt und dann ist es wieder weg. Und dann soll es auch noch so ein bisschen gezuckerte Blüten sein. Ich finde Blüten kann, nee, ich würde die da nicht mit reinnehmen. Ich wäre wirklich bei eher so einer gezuckerten Vanilleschote und so ein gezuckertes Hölzchen. Ein sehr warmer Duft, der ist sehr winterlich, der ist sehr gemütlich und meiner Meinung nach wirklich einer der schönsten Düfte, die es gibt, für recht wenig Geld. Ich schaue jetzt gerade mal, 30 Milliliter sind bei 50 Euro. Es gibt ihn wohl auch in 100 Millilitern. Ich habe ihn hier in 30, das ist 50 Euro. Und der hält wirklich sehr, sehr gut. Auch von der Haltbarkeit auf den Klamotten ist das so ein Duft, den riechst du auch am nächsten Tag, wenn du den Pullover nochmal trägst. Auf der Haut hält er sehr gut und ich finde, der verbindet sich auch sehr gut mit der eigenen Hautkomposition. Ein Duft, und da werde ich jetzt ganz, ganz viele böse Nachrichten kriegen. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Kennt ihr, manchmal hat man so Impulskäufe und ich war, als ich mir den Duft gekauft habe, in Karlsruhe. Ich hatte super viel Zeit, bin in diese Shopping Mall dann gegangen und da war eine Parfümerie. Ich weiß nicht mehr, welches war. Es kann sogar Piper gewesen sein. Und ich wollte. Nein, 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 nein. Es war in Karlsruhe, aber es war so eine sehr teure Parfümerie. Da habe ich mehrere Sachen gekauft. Maison Francis Coq Dijon Baccarat Rouge 540. Ich wollte ihn so gerne mögen. Ich wollte ihn so gerne mögen, Freunde. Das ist ein schöner Duft an sich. Und bei vielen riecht der toll. Aber ich rieche den und es riecht für mich nach Staub. Ich kann das nicht beschreiben. Das ist so ein. Der ist. Ich kann ihn nicht anders als Staub bezeichnen. Ich fand den so schlimm, dass ich ihn gestern, Tatsache, bei eBay Kleinanzeigen reingestellt habe. Aber anscheinend kann man bei eBay Kleinanzeigen keine Düfte inserieren. Der hat 340 Euro gekostet. Und ich habe das Geld ausgegeben. Ne? Also ich habe ihn ja gekauft. Ich mag ihn nicht, ich hasse ihn. Ich hasse ihn ganz, 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 ganz doll. Und deswegen ist es für mich immer so schwierig, wenn ich diese ganzen alternativen Videos sehe oder so. Und ich denke mir so, nein, ich persönlich mag den gar nicht. Ich weiß aber, dass viele ihn mögen. Für mich ist der einfach zu. Der ist so laut, der ist ganz, 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 ganz laut. Und ich liebe es, wenn du mich 10 Kilometer gegen den Wind riechst. Aber ich möchte, dass du nicht meinen feuchten Keller riechst, sondern dass du mein arabisches. Meine orientalischen Düfte riechst. Wisst ihr, wie ich meine? Ich kriege ihn nicht hin. Ich habe ihn gestern, als ich ihn inserieren haben wollte, nochmal gesprüht. Und ich musste heute Morgen, musste ich mich umziehen und musste wirklich mein Büro einmal sauber machen, weil der halt überall liegt. Der hält lange. Also wenn du einen Duft willst, der lange hält, 540 Baccarat Rouge. Aber nee, kriege ich leider wirklich, wirklich, wirklich gar nicht hin. Ein Produkt, was etwas enttäuschend ist, aber toll. Und das ist so ein Duft, den würde ich wirklich als Raumduft bezeichnen oder als Wäscheduft oder mal so schnell für sich. Nichts, was den ganzen Tag hält. Das ist von Nature Blossom Coco Vanilla.
100% natürlichen Ursprungs. Der ist sehr kokosnusslastig. Die Vanille riecht da ehrlich gesagt nicht so raus. Für mich ist das ein Kokosnussduft mit so einer leichten Frangipani-Blüte. So ein bisschen was Blumiges, aber sehr, sehr. Es riecht so ein bisschen wie Piña Colada. Nur ohne die Ananas, also Kokosmilch. Der riecht toll, der hält absolut gar nicht. Also, das ist so ein Duft, den kannst du dir mal schnell zwischendurch raufsprühen, um mal kurz so ein frisches Erlebnis zu haben. Du wirst ihn aber nicht in den nächsten 2, 3 Stunden noch auf deiner Haut spüren. Also, für, ich glaube, der hat 9,90 € gekostet. Bei Rossmann ist das okay. Den würde ich auch wieder kaufen, einfach um dieses frische Gefühl so ein bisschen hinzukriegen. Nichts aber, wo ich sage, ja, das ist mein Duft, den ich jeden Tag trage oder der mir über den ganzen Tag Freude bereitet. Zurück nach Karlsruhe, da war ich so ein bisschen auf dem, ich möchte riechen wie ein Wüstenprinz. Montal Paris, Dark Vanilla. Wisst ihr, wo ich den gekauft habe? Als ich, nee, doch, ja, haha. Wisst ihr, wo ich den gekauft habe? Als ich nach Dresden oder Leipzig gefahren bin, zu meiner Stammzellenspende. Da habe ich mir den gekauft und verbinde damit natürlich ganz, ganz viel mit dem Duft. Das ist ein Duft, der ist toll. Das ist ein teurer Duft, aber der riecht auch sehr udig. Der ist sehr holzig. Vanille kommt raus, die Vanille kommt eher im Alltag raus. Die Kopfnote ist Kardamom, Koriander, Kümmel, Pfeffer, Safran, Zitrone. Nee, also da bleibt da bitte lieber bei meinen Duftbeschreibungen. Zitrone, Safran, Pfeffer nehme ich mit. Kümmel bin ich raus, Kardamom vielleicht auch noch, aber nee, weiß ich nicht. Toller Duft, das ist ein schwerer Duft, auch sehr Unisex. Ich habe sehr, sehr viele Unisex-Düfte. Leder rieche ich definitiv hier mit raus, auch dieses Oud, dieses Holzige. Und dann am Ende des Tages, so nach 2, 3 Stunden, kommt dann diese leichte Süße mit raus. Dieses Vanille, dieses Ambra, dieses Moschus. Süß, sehr, sehr starken, absoluter Herbstduft, den ich niemals im Hochsommer tragen würde, weil du den riechst. Und den riechst du auch, wenn du deine Wäsche gewaschen hast, so ungefähr. Der ist da, der ist intensiv. Und was ich zu den Düften bei mir immer ganz gerne sage, ist, ich trage niemals nur einen Duft. Selbst abends, um ins Bett zu gehen, trage ich mehrere Düfte. Ich kombiniere meistens zwei, um die so ein bisschen auszugleichen. Wenn ich weiß, dieser hier ist sehr, 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 sehr intensiv, sehr würzig, also geht so eher in die gewürzte Richtung, dann probiere ich den mit etwas süßlicherem wieder auszugleichen, weil sich die Duftnoten dann natürlich auch im Laufe des Tages so ein bisschen verändern. Ein Eau de Parfum in der Oud-Reihe, toll. Würde ich mir definitiv wieder nachkaufen. Ich mag die Flakons davon ehrlich gesagt nicht so. Bin ich nicht so ein großer Fan von diesen Metallverpackungen. Wahrscheinlich sind sie aber ganz besonders gut für den Duft. Ich bin eher so Team Glas bei Düften. Der nächste Duft ist etwas, was ich vorher. Ich habe ihn gekauft. Ich habe die Vision gesehen, dass die Geschichte hinter dem Duft. Und habe ihn mir blind bestellt. Das mache ich selten. Manchmal probiere ich in die Läden zu gehen. Ich bestelle selten Blinddüfte, weil ich einfach gerne wissen möchte, wie riecht es auf meiner Haut? Wie fühle ich mich damit? Es gibt ja auch so Kopfschmerzdüfte. Das könnte hier übrigens bei einigen passieren, weil der halt sehr, 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 sehr intensiv ist. Und Sol de Janeiro kennt ihr, ne? Dieses hier, die Bum Bum Cream. Das ist der recht neue davon. Es gibt, glaube ich, mittlerweile schon wieder einen neuen. After Hours. Ich habe den gerochen. Ich habe ihn gekauft, ich habe ihn gerochen und ich fand ihn schrecklich, weil ich mit was anderem gerechnet habe. Ich habe den Werbespot dazu gesehen und der war so unisex, der war so frei, so ein bisschen eine wilde Partynacht, aber nicht so süß, sondern eher so ein bisschen herb. Und auch die Verpackung hätte ich in die Richtung gebracht, dass das ein bisschen, ja, doch ein bisschen amberlastiger ist, als es eigentlich am Ende ist. Das soll nämlich ein Duft sein aus Jasmin und Amber. Ich liebe diesen Duft mittlerweile. Den habe ich jetzt fast seit 3 Monaten. Den hier habe ich seit über 2 Jahren. Den ersten Duft, ne? Also ihr könnt sehen, wie oft ich den benutze. Der hält lange. Du riechst den Jasminduft raus, aber nicht so dieses billige Jasmin. Wisst ihr, was ich meine? Ich will niemals abwertend sein, aber ich glaube, damit kann ich ganz gut erklären. Du riechst dieses Blumige mit raus. Das riecht wirklich wie so ein Jasminreis im Restaurant. Ganz wie so ein Jasmintee. Das ist auch kurz da, aber das geht recht schnell wieder und dann bleibt diese holzige Ambernote. Dieses sehr, sehr herbe, aber nicht würzige. Und
dadurch, dass du immer noch so ein bisschen ganz leicht von da hinten ist, da hinten klingelt irgendwo noch die kleine Jasminblüte entlang, ist das ein großartiger Duft, den ich eigentlich im Moment jeden Abend auf mich raufsprühe nach dem Duschen. Ich liebe es einfach nachts, wenn mir so kalt ist, dann rieche ich einmal an mir und dann geht es mir wieder gut. Das ist so eine Macke von mir. Ich weiß, es ist wahrscheinlich auch nicht das Gesündeste, was man machen kann. Aber große, große Empfehlung wäre es eher so ein bisschen süßlich und dann zum Ende des Tages doch etwas holziger haben möchte. Wir bleiben auch gleich bei Brazilian Crush. Ich glaube, den kennt ihr schon. Das ist so der Duft, den alle kennen. Oft probiert zu kopieren. Ich habe ihn noch nie in einer wirklich überzeugenden Duftrichtung gefunden. Das ist fruchtig. Das ist Ananas. Das riecht wie ein Cocktail am Strand in Brasilien. Mehr kann ich dazu, glaube ich, gar nicht sagen. Außer, dass das ein sehr sommerlicher Duft ist. Die sind sehr leicht. Die sind nicht so, dass du das so. Wenn ich dich rieche, dann denke ich mir so, sondern das ist so ein, ich bin frisch, ich laufe über den Strand, der Sommer ist toll, ich gehe zum Frühstücken, vielleicht gehe ich ins, was weiß ich, wo ihr alle hingeht, zum Café Bur oder so, und dann gehe ich ins Strandbad, ein sehr sommerlicher Duft, Sommer, und den würde ich eher so in den Herbst bringen. Ich bin gespannt auf den neuen, den bestelle ich mir mit Sicherheit auch noch, einfach natürlich, damit ich gucken kann, was da so Neues von Sol de Janeiro gibt. Es gibt einen Duft, der hat mich so ein bisschen an meine Jugend erinnert, weil ich den irgendwann mal mit 14 oder so bekommen habe. Job Om. Das ist ein Duft. Mittlerweile mag ich ihn ehrlich gesagt nicht mehr so. Ich glaube, den kennt ihr aber mittlerweile alle. Das ist so ein Klassiker mittlerweile, würde ich schon fast sagen. Auch angeblich so ein bisschen orientalisch. Zitrone, Mandarine, Bergamotte. Ja, wobei ich da sagen muss, also ich stimme dem allen zu, aber es gibt eine Note hier drin und ich gucke gerade, welche das sein könnte. Ich glaube, nee, das ist nicht die Zitrone. Ich glaube, das ist das Kardamom. Habt ihr schon mal beim Inder bestellt? So ein Sahne-Curry. Und manchmal hat man Pech und dann ist da so ein Stückchen Kardamom mit drin und du beißt, oder im Reis ist das meistens, ne? Ist das so wie so eine kleine Bohne, sieht das aus? Das ist im Reis drin und du beißt darauf und erst ist es total lecker und dann ist der ganze Mund bitter. Und das ist dieser Duft. Das ist ein sehr, 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 sehr schwerer Duft. Das ist der Inder, das ist die Kardamombohne im Reis, mit der du nicht rechnest, dass du sie im Mund hast. Mag ich gerne, aber habe ich schon lange nicht mehr getragen, weil das einfach. Mir sind das zu viele Duftkompositionen mit in einem. Ich mag es gerne so vielleicht fünf verschiedene P Komponenten in dem Duft und nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 verschiedene Duftnoten in einem Duft. Das ist mir zu viel und dann lenkt mich das auch sehr, sehr gerne ab. Ist ein toller Duft, das ist so ein Geschenk, das kann man immer einem Herren schenken. Das würde ich nicht als Unisex-Duft tragen, weil der sehr. Der riecht sehr maskulin. Also, ich glaube, das ist so dieses Würzige, ne? Dieses zitrisch-sportliche und dieses Würzige. Das würde ich eher zwischen die frische Note und die Weihnachtsmarktnote setzen, aber eher in dieses Würzige, was nicht so unbedingt meins ist. Und es gibt jetzt einen Duft, den nächsten Duft, und eigentlich wollte ich ihn niemals vorstellen, weil ich. Es war die letzten 15 Jahre wirklich immer ein Kampf, an diesen Duft zu kommen. Mittlerweile gibt es ihn wieder regelmäßiger. Er ist auch sehr beliebt geworden, was mich ein bisschen traurig gemacht hat. Ich habe ihn durch meine Mutter kennengelernt. Das ist St. Bart Vanilla West Indies. Dieser Duft ist und wird immer für Ewigkeiten auf Platz 1 der Parfums sein. Ich glaube, weil ich ihn auch sehr emotional verbinde mit meiner Mutter. Meine Mutter seit 15 Jahren trägt eigentlich fast nur diesen Duft. Zu jedem besonderen Anlass. Der ist teuer, es ist nicht viel drin. Ich glaube, es sind 30, 50 Milliliter. Kostet mittlerweile über 130 € teilweise. Damals hat er so um die 90 gekostet. 80, 90, was auch schon sehr viel Geld ist. Dieser Duft riecht nach meiner Mama. Natürlich, weil sie ihn halt immer trägt. Aber es gibt keinen Duft auf der Welt. Wirklich, ich übertreibe nicht. Der jemals an diesen Duft rankommen wird. Und deswegen, ihr seht es, ne? Ich werde auch viele Vanilleparfums kriegen. Billie Eilish ist der erste Duft, der da ansatzweise mit 2 Kilometer Entfernung dran vorbei geht. Ich trage diesen Duft sehr, sehr oft. Ihr müsst ein bisschen aufpassen. Das ist nämlich Öl. Also das ist schon fast wie Parfümöl hier drin. Du hast einen Fleck auf deinem T-Shirt. Sprüht ihn euch wirklich auf die Haut. Lasst ihn antrocknen. Wenn er auf eure Klamotten kommt, ihr habt Ölflecken drauf. Aber lasst euch bitte nicht davon abschrecken.
Du trägst diesen Duft und ich schwöre dir, du kannst das Haus nicht mehr verlassen, ohne dass du auf diesen Duft angesprochen wirst. Ich habe ihn meiner Mutter nachgekauft, muss ich sagen, weil meine Mutter hat immer, egal wo wir hingegangen sind, wirklich, ob es bei Aldi an der Kasse war oder bei Leiser ein paar Schuhe kaufen oder bei, weiß ich nicht, bei Edeka eine Packung Mett. Du kannst nirgendwo damit hingehen, ohne dass du angesprochen wirst, denn dieser Duft ist die pure Vanille mit der gebrannten Mandel zusammen. Dieser Duft hält länger, als er eigentlich dürfte. Der ist so süß, so gourmandig. Ich wusste nicht, was gourmandig heißt bis vor kurzem. Das ist etwas, was du essen kannst oder möchtest. Vanille, ganz leicht die Tonkabohnen und dann kommt schon wieder die Vanille und dann kommt wieder ein bisschen Vanille und dann kommt nochmal eine andere Vanille. Er riecht nach Butter, er riecht nach Vanillezucker in Butter, ausgebacken über eine karamellisierte Mandel, die über den Weihnachtsmarkt am Strand von St. Barth gerannt ist. Es gibt wirklich, ich übertreibe gerne, aber es gibt keine Übertreibung für diesen Duft. Es gibt keinen Duft, der so gut riecht wie dieser Duft. Und es gibt keinen Duft, den ich persönlich kenne, der so lange hält wie dieser Duft. Du kriegst keine Kopfschmerzen davon. Du riechst einfach wie ein geiles Stück. Oh, das ist das Krasseste, was ich gerochen habe in meinem Leben und auch immer riechen werde. Mein Ziel ist es, wenn ich jemals ein Parfum rausbringen sollte, daran zu kommen. Nicht als Dupe, aber in die Richtung, dass ich genau dieses Gefühl erzeugen kann mit einem Duft, wie es St. Barth tut. Und auch wenn der in 20 Jahren 300 € kosten würde, ich würde 3 Monate nichts mehr essen, um diesen Duft zu kaufen. Das ist einfach der schönste Duft und ich wünsche mir, dass es den immer wieder gibt. Es war sehr, sehr schwierig in der Pandemiezeit. 3 Jahre lang war er eigentlich nicht verfügbar, weil der wirklich von St. Barth mit dieser ganz bestimmten Vanilleschote gemacht wurde. Und die hatten einmal, ein Jahr war Ernteausfall, weil irgendwas passiert ist. Ich glaube, es war ein Hurricane oder so. Dann war die Pandemie, es konnte nicht verschifft werden und du hast fast 3 Jahre diesen Duft nicht bekommen. Ich habe ihn mir auch schon wieder nachgekauft, weil es. Ich habe kein Problem damit, Produkte aufzubrauchen und sie dann irgendwann, wenn sie mir wieder einfallen, nachzukaufen. Aber das macht mich nervös. Das macht mich nervös. Den möchte ich nicht vermissen. Das ist der schönste Duft, den es auf der gesamten Welt gibt. Forever. Wir machen weiter mit Tom Ford Düften. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tom Ford Düfte hier. Und Tom Ford ist so eine Geschichte, die so ein bisschen, die braucht immer so ein bisschen Erklärung. Es gibt sehr, 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 sehr tolle Düfte. Und ich finde, Tom Ford Düfte sind sehr komplex, die sich über den Tag hin entwickeln. Also du kannst nicht in den Laden gehen, wie ich finde, und riechen und denken, ach ja, oder ist nicht so meins, sondern du musst den aufsprühen und dann musst du erst am nächsten Tag wieder kommen und darfst den ganzen Tag nichts anderes raufsprühen, weil du den Duft wirklich erstmal erleben musst. Die verändern sich, ich finde, es sind einer der wenigen Düfte, die sie, oder die Düfte, die ich zumindest kenne, die sich wirklich über den Tag hin am meisten verändern. Und du hast entweder einen Hit or Miss. Also manchmal ist es ganz abhängig von einem selbst, wie was hast du geduscht, wie ist an deinem Tag das Gefühl. Und Tom Ford Düfte würde ich nicht mehr blind kaufen. Gerade jetzt habe ich wirklich wieder die Klatsche überhaupt bekommen mit dem neuesten Duft. Wir gehen einfach mal durch mit meinem ersten Tom Ford Duft, den ich mir gekauft habe damals. Das ist Eau de Soleil Blanc. Das kommt in diesem weißen Tiegel. Das ist, glaube ich, so ein Klassiker, wurde auch schon oft imitiert. Ist ein sehr frischer Duft. Also dieser Duft riecht nach Sommer, wie ich finde. Ähnlich wie Coco Vanilla. Sehr ähnlich, weniger Kokosnuss hier drin. Kardamom, Bergamotte, Ylang Ylang und Amber. Also ihr hört, ne, es sind vier verschiedene Komponenten, die ganz, ganz gut miteinander abgewogen wurden. Ne? Also ich finde, du riechst schon den Amber und es ist Ylang Ylang. Kardamom würde ich da jetzt nicht mit sehen. Ein sehr, sehr frisch, einfach ein sehr frischer, sehr sauberer Duft. Der riecht, wie ich mich fühlen möchte, wenn ich frisch aus der Dusche komme. Das ist so der, ich finde, den ich habe, zumindest der simpelste Duft, der sich nicht über den Tag irgendwie verändert oder so. Ganz, 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 ganz toll. Ist so ein Einsteiger-Tom Ford-Duft, sehr Unisex. Dann gibt es, glaube ich, für alle bekannt Lost Cherry, mittlerweile ja einer der meistverkauftesten Düfte, die es auf dem Markt gibt.
ein toller Duft, ganz, ganz toll. Ist für mich aber ehrlich gesagt so ein Duft, den ich gerne mit etwas anderem kombiniere. Ich liebe dieses Kirschige. Das riecht wirklich wie diese Kirschen im Glas. So wie die schmecken, riecht das. Und das hat Tom Ford wirklich sehr, sehr gut hinbekommen, diese einzelnen Komponenten rauszunehmen und in einen Duft reinzukriegen. Das riecht einfach wirklich nach Kirsche und ein bisschen nach Holz. Ganz, ganz toller Duft. Aber da muss ich sagen, da wäre ich wirklich eher bei den Duftzwillingen. Gerade bei dem Duft, weil der mittlerweile so oft schon imitiert oder inspiriert hat, dass man sagen kann, da gibt es wirklich großartige Alternativen zu. Toller Duft. Ich habe ihn mir gekauft, bevor er so ein bisschen gehypt wurde, denn ich hatte mir 2 Jahre vorher, glaube ich, diesen hier zum Geburtstag gewünscht. Bitter Peach. So, ich habe am 14. Dezember Geburtstag. Und ich bin Anfang Dezember mit Danny ins KDW gegangen, um einfach so ein bisschen zu bummeln. Und da kam der gerade raus. Und ich habe diesen Duft gesprüht und ich bin aus dem Laden gegangen und dachte mir, das ist mein Duft. Ein sehr würziger Pfirsich, der ist schon sehr reif, der Pfirsich. Nicht so ein fruchtiger Pfirsich, wie man jetzt vielleicht denkt, sondern sehr herber Pfirsich. Aber alle Achtung, ich habe ihn bekommen und habe mich auch sehr darüber gefreut und ich trage ihn auch heute noch. Ich bin aber ehrlich, ich kann den nicht mehr alleine tragen. Nach 2 Stunden nervt er mich ein bisschen. Der ist sehr, also das ist einer der langanhaltendsten Tom Ford Düfte, die ich kenne zumindest. Sehr, sehr intensiv. Ist für mich ein Duft, den ich definitiv mit etwas anderem kombinieren muss, weil es mir sonst einfach zu viel ist. Der ist mir zu stark. Und das ist ja selten, weil ihr habt ja meine Duftbeschreibungen, habt ihr ja mitbekommen, wie ich das gerne hätte. Ich möchte gerne ganz besonders riechen und ich möchte auch, dass der lange, lange hält. Von der Beschreibung her, Pfirsich, Patchouli. Mehr ist es nicht. Ja, Patchouli und so ein. Aber das Patchouli ist schon ein paar Tage älter. Ist ein einfach sehr, sehr starker Duft. Hat Kopfschmerzpotenzial. Ich habe keine Kopfschmerzen davon, aber irgendwann kann ich ihn nicht mehr riechen. Es gab auch schon Tage, da habe ich ihn aufgesprüht, habe ihn total gefühlt und 3 Stunden später musste ich mich umziehen, weil ich es nicht mehr konnte. Weil ich es einfach nicht mehr konnte. Apropos Lost Cherry, es gibt ja auch 2 weitere Düfte. Einmal Electric Cherry hat mir gar nicht gefallen, sodass ich ihn auch nicht gekauft habe. Und Cherry Smoke. Großartig. Finde ich fast noch ein bisschen schöner als den Lost Cherry alleine. Ich kombiniere die ganz gerne, weil das, also ich dachte mir, das ist so eine rauchige Alternative dazu. Am Ende des Tages riecht der aber so ein bisschen wie, als hätte die Kirsche lange am Grill gestanden. Muss man so sagen. Also er riecht schon echt nach Asche. Nach Asche. Nicht nach Rauch, sondern nach Asche. Nicht Zigarettenrauch, sondern so Holzkohle. Sehr, 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 sehr stark. Du hast diese ganz leichte Kirschnote, aber dann kommt, ne, nach ein paar Stunden riechst du auch ein bisschen nach Asche. Ich mag das ja ganz gerne. Du riechst natürlich nicht eklig wie Zigarettenrauch oder so, ne? Das muss man schon sagen. Aber der ist schon sehr, sehr herb. Er gibt mir auch so ein bisschen Kirchenvibes, so ein bisschen Weihrauch. Aber habe ich mir auch nur in klein geholt, weil ich schon wusste, dass das etwas ist, wo ich sage, ne? Muss nicht jeden Tag sein. Trage ich aber auch wirklich gerne in dieser Kombination, weil die sich sehr, sehr gut miteinander ergänzen. Wirklich nur die Kirsche aus dem Glas und dann die Kirsche, die am Grill gestanden hat. Der nächste Duft macht mich fix und fertig von Tom Ford. Das ist Eben Fumé. Kam letztes Jahr raus, zum Winter, glaube ich. Und auch da war ich im KDW, habe ihn gerochen, ohne. Ich übertreibe nicht. Die Dame, die bei uns dort arbeitet, ist sehr, 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 sehr unfreundlich, sagen wir es mal vorsichtig so. Aber ich gehe da trotzdem immer wieder hin. Es gibt mittlerweile eine sehr nette und einen sehr, sehr netten Herrn dort bei uns. Aber es gibt eine, die ist recht unfreundlich. Und das wusste ich schon und es ist okay. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Völlig in Ordnung. Sie hat halt nur vielleicht ein paar Tage, schlechtere Tage. Ist auch egal. Völlig egal. So, und ich habe sie gefragt, hey, gibt es den neuen Eben-Duft von Tom Ford? Ich würde ihn gerne riechen. Sie sagt, ja, sprüht sie mir auf dieses Stäbchen. Und ich habe das Stäbchen genommen und ich musste kurz. Ich so, mir war wirklich, es war so ein, was das denn? Ich habe es nicht verstanden und ich habe mich wirklich, das war mir zu viel. So, ich habe ihn mir dann aber auf die Haut aufsprühen lassen und es hat einen Moment gedauert. Ich würde mal sagen 2 Stunden und das dauert es heute noch. Du riechst wirklich, das ist, warte schon mal in der katholischen Kirche zur Kommunion.
So, wenn dann da Weihrauch rumgereicht wird und alles angezündet wird, Weihrauch, Ebenholz, ne? Aber Weihrauch, Pfeffer, Zitrone, Pfeffer. Sehr, sehr würzig, extrem schwer. Das riecht so ein. Warte schon mal in einem teuren Hotel in so einem Zigarrenraum. Nicht den Rauch, sondern dieses Holz. Dieser Holzduft von so einer alten Bücherei. Nach einem alten Buch. Super schwer und super würzig. Ich habe ihn mir aufsprühen lassen. Ich dachte erst, geht gar nicht. Ich bin am nächsten Tag hingefahren und habe ihn mir gekauft, weil er sich über den Tag so verändert hat und sich so mit mir selbst irgendwie verbunden hat, dass ich gedacht habe, ja, das ist er. Und das ist so ein Duft, den würde ich mit diesem hier kombinieren, weil das riecht einfach nach Bücherei und das riecht nach Weihnachtsmarkt. Mit gebrannten Mandeln in die Bücherei gehst und dann vielleicht noch einen Zigarrenautomat da links stehen hast. Großartig, aber sehr schwer, sehr starkes Kopfschmerzpotenzial und muss man mögen. Den würde ich niemals euch empfehlen, den blind zu kaufen. Apropos Blindkauf. Ich habe wirklich die ganze Welt probiert, für diesen einen Duft zu engagieren. Es hat nicht geklappt. Jetzt habe ich ihn Tom Ford Vanilla SE lalalalalala X. Ich muss es so sagen, es tut mir leid. Ich habe das gesehen, dass der rauskam. Es wurde geleakt und ich habe den Namen gesehen, ich habe den Flakon gesehen und ich wusste, dieser Duft ist meiner und dieser Duft ist der erste Duft, den es auf dem Markt gibt, weil das traue ich Tom Ford zu, dass er das kann, dass er mir den St. Bart Duft ablöst. Und ich habe alles probiert, an diesen Duft zu kommen. Dann war er schon in Amerika. Dann habe ich geguckt, ob ich ihn irgendwie in Amerika bestellen konnte. Dann kam er aber schon in Holland raus. Holland hat ihn aber nicht nach Deutschland geschifft. Irgendwann konnte ich ihn dann auch kaufen. Habe wirklich jeden Tag mehrfach, jede Stunde bei Sephora, bei Douglas, überall geschaut, weil auch die Duftbeschreibungen so toll waren. Vanille, Vanille, Vanille Absolue, Tonkabohne. Vanille. Also fünfmal Vanille plus Tonkabohne, das schreit ja förmlich ich. So, jetzt kam der an. Und ich war so hyped. Ich habe alles abgesagt an dem Tag. Ich wusste, der Duft kommt. Ich wusste, ich muss an diesem Tag hier sein. Ich sprühe mir auf und das Erste, was du riechst, ist Amaretto. 1:1 Amaretto. Aber dieses Alkoholische aus dem Amaretto, das verfliegt sehr schnell wieder. Es ist ein sehr, sehr verfliegender Duft. Erstmal Amaretto. Direkt in die Nase. Und dann rennt die Vanilleschote aber ganz weit an der Amaretto-Bar vorbei. Also auf der anderen Straßenseite. Und dann verändert sich der Duft so ein bisschen nach einer halben Stunde. Und dann wird der sehr, sehr kuhbonbonig. Kennt ihr diese Kuhbonbons? Sehr karamellig. Die Vanille hat nicht nur die Straße verlassen, sondern die Vanille hat den Bezirk verlassen. Kuhbonbon. Und nochmal 2 Stunden später riecht er einfach nur noch nach Milch. Nach Honigmilch. Ein sehr, sehr weicher Duft. Und ja, wenn man jetzt über den Namen nachdenkt, hätte man auch sich das denken können. Er riecht so, wie der Name heißt, er riecht aber nicht nach Vanille. Er riecht einfach ein bisschen langweilig. Und das hat mich so traurig gemacht, weil ich so viel Hoffnung in diesen Duft hatte. Und ich habe wirklich überlegt, weil ich wusste ja, dass dieser Duft, das wird ja mein Duft. Da steht ja Maxim drauf. Tom Ford Maxim Duft. Ob ich mir gleich die große kaufe. Ich bin froh, dass ich es nicht getan habe. Es ist ein toller Duft. Wirklich ein toller Duft. Aber es ist, ja, da ist der Amaretto. Amaretto. Dann verfliegt der Alkohol, dann kommt das Kuhbonbon raus und 5 Stunden später ist er weg. Nicht für 300 Euro. Nee, das ist ein Duft, den musst du kombinieren. Den könnte ich mir auch gut kombiniert hiermit vorstellen, weil der. Wir probieren es einfach mal. Der ist zu stark, der andere. Muss mal ein bisschen schauen im Laufe des Tages. Der ist mir einfach zu weich. Der ist mir ein bisschen langweilig. Der riecht wirklich nach wie ein Kuss ohne Zunge. So ein Schmusi. Ja, macht mich sehr traurig, weil ich wirklich gedacht habe, dass das mein Duft ist. Tom Ford, Hit or Miss, ne? Also kann beides sein. Diese ganzen frischen Düfte, die mag ich von Tom Ford gar nicht. Die riechen einfach nach Umkleidekabine aus dem ersten FC Buxtehude. Amalfi und wie die alle heißen. Nee, das ist nicht meins. Ich mag eher diese schweren Düfte oder das Frische, aber nicht diese sportliche. Deswegen vorsichtig sein, geht in den Laden und riecht die Düfte von Tom Ford und geht auch weg. Und überlegt es euch im Laufe des Tages, dann verändert sich das Ganze. Wundert euch nicht, es ist ein Tag später. Mir sind noch zwei Düfte
Ich habe noch zwei Düfte angetroffen von Tom Ford, die natürlich hier noch mit rein sollen. Und zwar zwei, die ich. Also einer ist eine Hassliebe und den anderen finde ich ganz schrecklich. Den habe ich geschenkt bekommen. Das ist Tom Ford Black Orchid. Das ist eine andere Reihe von Tom Ford. Die anderen waren ja diese Private Blend Düfte und das sind die eher klassischen Parfums. Black Orchid ist für mich sehr, sehr. Also der ist schon intensiv, der ist sehr, sehr stark. Von der Intensität her würde ich ihn eher in diese Private Blend Richtung packen. Der Duft ist aber so ein bisschen sehr floral, riecht sehr stark nach Holz und sehr schwer. Also das ist ein Duft, den kann ich nicht tragen, weil ich davon wirklich Kopfschmerzen bekomme. Das ist so ein Duft, wenn ich jemanden vor mir in der Kasse hätte, der zu viel davon trägt. Ein Spritzer genügt, ne? Also das ist nicht so ein Duft, wo du drin baden kannst, weil sonst, das ist schon fast Körperverletzung, wenn du zu viel davon trägst. Der ist nicht schlecht. Von der Komposition her ist der nicht schlecht. Die Noten sind auch hier sehr komplex. Trüffel, Gardenie, schwarze Johannisbeere, Ylang-Ylang, Jasmin, Mandarin, Orange, fruchtige Noten, Lotus, Bergamotte und Patchouli. In der Kopfnote allein schon. Dann geht es weiter zu Orchidee, Gewürze, fruchtige Noten, Lotus, Basis, Vanille, Weihrauch, Vetiver, Schokolade, Sandelholz, Amber, Patchouli, Pflaume. Das sind so viele Worte habe ich gar nicht in meinem Wortschatz. Also, der ist schon sehr, sehr intensiv. Mir persönlich schon ein bisschen zu komplex. Du musst wirklich, wirklich vorsichtig sein, dass du den nicht zu stark benutzt. Trüffel rieche ich da beispielsweise gar nicht raus. Wäre aber auch nichts, wo ich sage, ich möchte gerne nach Trüffel riechen. Ich möchte es essen und ich möchte so riechen, als würde ich gerne Trüffelpasta essen, aber ich möchte nicht nach Trüffel riechen. Ist mir zu viel. Dieses schokoladige, blumige kommt schon sehr raus, aber das ist eine ganz, 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 ganz dunkle Schokolade und ehrlich gesagt nicht so meins. Es kam aber jetzt recht neu einer raus und zwar Café Rose. Auch aus dieser Signature-Reihe. Wunderschöner Flakon. Allein die Farbe ist wirklich phänomenal. Und das ist Rose pur. Du riechst sofort erstmal diese Rose. Aber nicht diese intensive Rose, wie beispielsweise bei Terry-Produkten. Die ist nur ganz leicht da. Es ist eine sehr, sehr blumige Rose. Und dann, so nach ein paar Stunden, kommt auch dann dieses Würzige von dem Kaffee mit raus. Die ist auch von den Noten her Kaffee Rose, Rose, Rose Kaffee. Also nichts anderes. Ich habe mir ein bisschen mehr Kaffeeduft erhofft. Das ist schon sehr, sehr viel Rose. Was ich aber nicht schlecht finde, das ist so ein Duft, den kannst du mit super, super vielen, etwas schwereren Düften kombinieren. Hiermit nicht, weil dann riechst du einfach wie Blume 2000, wo Kaffee ausgelaufen ist und jemand Trüffelpasta gegessen hat. Also die Kombination geht nicht. Weil da merkt ihr schon, das ist bei Tom Ford nochmal was ganz, ganz anderes. Es sind viel sehr komplexe Düfte oder ganz reduzierte Düfte, ne? Also Pfirsich. Oder Kaffee und Rose. Aber dann hast du eins, da ist es ja fast ein Einkaufszettel, der da in den Noten drin ist. Da muss man so ein bisschen vorsichtig sein. Deswegen gerade diese Signature-Reihe, der einzige Duft aus der Signature-Reihe, den ich abgrundtief liebe, den hat Danny, das ist nicht meiner. Das ist Tom Ford Noir. Wundervoller Duft. Einer der schönsten Herrendüfte, die es meiner Meinung nach gibt. Und ich würde sagen, wir belassen es an dieser Stelle erstmal dabei. Das war jetzt nicht mal ein Drittel von der Parfumsammlung, aber wir sind hier ja schon fast bei 50 Minuten wahrscheinlich. Ich hatte euch bei Instagram gefragt, ob ihr das in zwei Teile aufgeteilt haben wollt oder lieber ein Teil, der 2,5 Stunden geht. Deswegen teilen wir das Ganze auf. Im nächsten Teil, und da bitte ich euch wiederzukommen, kommen die Düfte, die deutlich günstiger sind. Und ganz besonders und auch mit meiner liebsten Düfte, die nicht nur emotional mit mir eine Verbindung haben, seitdem ich lebe, Tatsache ein Duft. Und viele, viele Düfte, die recht neu sind, die sehr, 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 sehr günstig sind, aber einfach absolut genial. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Ich verlinke euch den ersten Schwung einmal unten an Düften. Ich freue mich auf eure Duftempfehlungen. Vielleicht habt ihr ja noch das eine ganz besondere Parfum, was ihr kennt ja jetzt so meine Wünsche, was mir gefallen könnte. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Bis zum nächsten Mal.